Ja, die Hälfte der Matchcard. Y2J, Chris Jericho, ehemaliger World Heavyweight Champion und Money in the Bank Gewinner, gegen Rex, der eine Hälfte von den Misfits in Action, die man auch schon sehr, sehr lange nicht mehr zusammen in Aktion gesehen hat. Ich weiß nicht, ob es an Rex liegt oder an David Riott. Auf jeden Fall, die beiden waren ein sehr vielversprechendes Tag-Team. Auch was das Submission-Wrestling angeht, da haben beide ja relativ gut zugelegt. Also an Aktionsvielfalt. Gut, Rex hat natürlich hier jetzt einen Gegner vor sich, wirklich, der massiv wie eine Wand ist. Also auch sein Ego. Sein Ego geht bis in den Weltraum. Aber auch an Erfahrungen, an Erfolgen und sowas. Also wenn Rex da gewinnt, nein, ich sage jetzt nicht, hat er eine Titelchance verdient. Nein, da macht er einen gewaltigen Sprung nach oben und bringt sich ins Gespräch. Vielleicht mal, um ins Titelrennen einzugreifen. So, jetzt bin ich mal so gelacht. Und er kann Chris Jericho auch mal zeigen, dass auch die Jungen, nicht Dummen, sondern Jungen Talente, ich wollte nur noch was anderes, ich wollte Jung und Wild sagen, aber das hört sich immer so blöd an. Jedenfalls, dass die jungen Leute auch Talent haben, gerade was Chris Jericho angeht, ist das ja immer so eine Sache. Der sagt ja auch immer, ja, ich bin, ne? Aber Rex, der macht das verdammt gut, setzt Chris Jericho hier derbe unter Druck, zeigt eine Aktion nach der anderen. Chris Jericho hat fast schon gar keine Möglichkeit, hier in Ruhe durchzuatmen. Und außerdem nach Over the Limit haben wir ja auch noch, ich glaube, danach kommt Money in the Bank. Kann man sich natürlich auch gut ins Gespräch bringen, um am Money in the Bank Ladder Match teilzunehmen. Wir hatten bisher in allen drei Seasons kein einziges Money in the Bank Leiter Match gesehen, weil immer nur die Originals dabei waren. Gut, in diesem Universe, es dreht sich um die CAWs und natürlich auch die CADs, also die Creative Deven. Und es wird definitiv diese Season, die vierte Season, das vierte Jubiläum, wird es soweit sein, wir werden ein Money in the Bank Match mit CAWs sehen. Sonst drehe ich durch, wenn da nur Originals sind. Dann werde ich so lange im Rooster die Originals rausschmeißen, bis da auch nur wenigstens zwei oder drei CAWs dabei sind. Und wer weiß, wer das gewinnt und ob der Koffereinsatz von Erfolg gekrönt ist. Und ob ihn wieder SmackDown gewinnt. Bisher haben ihn nur Leute von SmackDown gewonnen. Beim Royal Rumble hat zweimal Raw und dann zum Schluss SmackDown. Schöner Bulldog von Chris Jericho, der mich wieder ein bisschen ins Match zurückfindet. Rex setzt ihn einfach permanent unter Druck. Bringt hier Konter an und... okay. Dieser arrogante Kick eines Chris Jerichos. Und Rex wieder mit Dampf. Aber Chris Jericho kann auch Druck machen. Kann auch ein Cover anbringen. Wer hätte es gedacht? Schöner Ellbogen ins Gesicht des sogenannten Schönlings. Also wenn Rex dieses Tempo halten kann, muss ich ganz ehrlich sagen, rechne ich ihm sehr, sehr hohe Chancen hier in diesem Match an. Und da die Aktion haben wir aber auch schon mal von einem anderen gesehen. Nein, es bringt nicht den Sieg. Und Rex geht jetzt mit ihm. Ist das irgendwie so jetzt die Regel, dass alle Welt mit ihren Gegnern zum Ringseil hingeht? Na, ist auch geil. Auf jeden Fall, Jericho hatte es gekontert, zeigt jetzt einen Suplex nach innen. Ja, diese Arroganz, die Chris Jericho so an sich hat. Ja, natürlich will Rex ihm natürlich auch das Maul stopfen, ist ja ganz klar. Und jetzt geht es nochmal Richtung Ringseil.
Und jetzt schickt er ihn nach draußen. Und, oh, das wird wehtun. Wird das ein DDT oder ein Backdrop? Nein, es wird ein DDT auf den Apron. Ja, I shoot you. Und jetzt geht er einfach mal wieder nach drinne. Ja, Chris Jericho hinterher ganz gemächlich. Oh, ich habe alle Zeit der Welt. Und ich habe mich schon gefragt, warum bisher noch kein einziger Aufgabegriff gezeigt wurde. Rex ist mit dem ersten Aufgabegriff in diesem Match. Von zwei Wrestlern, die auch ganz gerne auf Submission gehen, ist das verwunderlich. Oh, Chris Jericho zeigt nur meistens seine Walls of Jericho, aber von Rex bin ich da eigentlich ein bisschen mehr gewohnt. Und oh, das wird eine Powerbomb. Das wird wahrscheinlich wie diese multiple Powerbomb von Chris Jericho. Nummer 2 und Nummer 3. Und ich denke, da sollte die Walls of Jericho kommen. Aber weggedrückt und Crippler Crossface. Und Chris Jericho tappt. Rex gewinnt. Das war gerade nice. Walls of Jericho Ansatz. Er stößt Chris Jericho weg. Chris Jericho wusste gar nicht, was los ist. Und schon hängt er im Crippler Crossface. Und so gewinnt Rex das Match. Wohl eines der bedeutendsten Siege in seiner bisherigen noch sehr jungen Karriere. Aber er hat gegen Chris Jericho gewonnen. Dazu gehört einiges. Cool, er hat eigentlich mit dem richtigen Zeitpunkt die richtige Aktion gekontert und genau dann den Aufgabe fabriziert. Ja, wir kommen zum nächsten Match. Und damit kommen wir zum Vor-Main-Event, ein Extreme Rules-Match zwischen dem Dragon Kid und Magnus. Ja, zwischen diesen beiden ging es ja in den Vor-Extreme Rules hin und her. Und Magnus war angepisst. Mal schauen, wie dieses Match hier ausgeht. Ob Dragon Kid sich erneut einen Sieg holen kann. Oder ob Magnus in Dragon Kid hier... hat gerade ein bisschen aufgestoßen. Nur, ich wollte das nicht direkt ins Mikro machen, deswegen... So, wo war ich? Ach ja, ob Magnus Dragon Kid hier im Ring besiegen kann oder ob Dragon Kid einen erneuten Sieg einfährt gegen ihn. Es ist ein Extreme Rules Match, aber es sind bisher noch keine Waffen im Einsatz. Es hat sich auch noch keiner eingemischt, weil das wäre ja theoretisch auch möglich, dass von Magnus die ganzen Konsortschaften wie James Storm, wie Loki, also ich rede jetzt wohlgemerkt nur von denen, die im Team drin sind, nicht die moralisch nur eingreifen würden, oder Bo Dallas oder Seth Rollins, obwohl ich daher nicht glaube, der würde Bo Dallas vorschicken. Aber dann ist halt noch die Sache, der Dragon Kid steht ja auch nicht alleine, da hat ja Boozer auf seiner Seite. Und wenn Bo Dallas eingreift, da ist ja auch noch so eine Sache mit Matty Essex, die, naja gut, bei WrestleMania in einem Match auseinandergegangen ist. Aber wer weiß, wegen dieser Shows von den Bo Dallas und Seth Rollins,
Und dieser Beschiss bei Extreme Rules, den ja Bo Dallas da begangen hat, um Seth Rollins halt zum Titel zu verhelfen. Wer weiß, wie Matty Essex das schon wieder empfinden wird. Er ist ja der Teamkumpane von AJ Styles. Also von daher, da kann noch was passieren. Und Magnus hat im Übrigen in der Süße sich eine Leiter geholt. Übergibt sie Dragon Kid, wenn man es so rum sieht. Und Dragon Kid übergibt sie ihm wieder zurück. Und Magnus haut ihm die vor den Latz. Und geht damit auch auf ihn los. Kann sie aber gerade noch so wegrollen und schnappt sich jetzt selber die Leiter. Was hat er jetzt vor? Wird er ihm eine scheuern? Oder? Jawohl, er scheuert ihm nachdem. Na gut, er unterbricht Magnus beim nächsten Waffentausch. Und das ging auf den Fuß. Das. Ach, Dragon wirft die Leiter einfach mal weg. Ah, durfte Dragon Kid mal ganz nah an die Fans und Magnus holt sich da einen Kendo-Stick. Und Dragon Kid geht erstmal eine Runde spazieren. Was macht der? Will sich auch eine Waffe holen, aber das sieht Magnus gar nicht ein. Der haut hier mit dem Kendo-Stick jetzt auf Dragon Kid ein. Als gibt es kein Morgen mehr. Er wirft den jetzt auch weg. Ah, Dragon Kid wehrt sich, aber tritt ihm ins Gesicht und will sich jetzt auch eine Waffe holen, aber Magnus lässt ihn nicht. Ah, Konter von Dragon Kid. Da liegt übrigens noch ein Kendo-Stick, ne, wenn den einer nehmen möchte. Also wird erstmal Magnus wieder in den Ring befördert. Als geht er oben auf den Apron und zeigt einen Legdrop. Ja, was hat Dragon Kid vor? Er geht ein wenig spazieren. Ah, Magnus wieder draußen. Sehr oft. Also das Match zu 80% hier draußen geführt. Ah, schöne Kombination. Backbreaker und Russian Leg Sweep. Ja gut, für Dragon Kid ist es auf jeden Fall das erste Extreme Rules Match für Magnus allerdings auch. Aber Magnus hat schon Erfahrung in solchen Matches, denke ich mal. Dragon Kid auf jeden Fall nicht. Ich denke, er wollte sich da auch einen Stuhl holen, aber ich denke, das ist wieder so ein Spielmechanik-Dings-Problem. Wovon wegen, er hat es einmal ganz kurz in der Hand und schon. Wenn man dann angreift, dann fällt der Stuhl unter den Ring und keiner kann ihn mehr greifen. Ah, jetzt geschehen wieder im Ring, aber der Ring noch relativ sauber, also in Form von, es sind noch keine Waffen im Ring. So, und ein Kick, ein Whip-In, was macht Dragon Kid jetzt? Dropkick. Dropkick. Und abgetaucht. Neckbreaker. Und eine Art Trouble in Paradise. Und Konter von Magnus. Und was macht er jetzt? Er nimmt Anlauf. Dropkick. Seitlich an die Schläfe. Und direkt das Cover hinterher. Only one count. Und der das Dragon's Castle aus Out of Nothing. Und das war's aber noch nicht. Merkt, das kämpft sich nochmal raus. Aber beide Schläge werden abgeblockt. Jetzt Vorteil Magnus. Whip in. Wieder zurück. Power Slam. Und jetzt kommt der Texas Cloverleaf. Wird Dragon Kid jetzt tappen oder kommt er nochmal raus? Herrgott, der wird aber da auch durchgedrückt. Meine Herren. Ja, Magnus lässt los. Ist wahrscheinlich die Hose da durch die Arme geglitten. Ja, er probiert es einfach nochmal mit dem Cover. Ja, Dragon Kid kommt aber erneut raus. Harter Whip-In. Ah, Magnus wieder mit dem Candlestick jetzt im Ring. Ja, was hat Dragon Kid da auf der Hose stehen? Ich glaube, Déjà-vu soll das wohl heißen. Ah, Déjà-vu, Candlestick. Hm. Und Magnus. Die reißen sich hier, das Ding auch echt. Und jetzt darf Magnus seine eigene Medizin schmecken. Nämlich der Candlestick. Dragon Kid wirft ihn jetzt weg. Wahrscheinlich nicht so sein Geschmack, enden über einen Baseballschläger. Ja, und jetzt gab es bestimmt hier diesen Clipping-Fehler.
Ah, Konter, Schulterblock. Ah, Jumping Elbow, schön gesprungen. Oh, da gibt es einen Titel, beide ohne Titel. Es gibt keiner mit dem Titel. Obwohl, Magnus hat jetzt einen Titel. Er hatte den Titel. Ob der Fan, der den Titel, glaube ich, hatte, hat jetzt eine Gitarre in der Hand. Insel-Kiri-Kick. Da ist Magnus, glaube ich, mit dem Gesicht auch über den Titel einmal rüber geschrappt. Das tut natürlich Aua. Und der Überläufer. Jetzt holt er sich einen Vorschlaghammer, den Sledgehammer. Wahrscheinlich hat den Triple H da unten drunter gelegt. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, kann nicht sein. Ja, Dragon Kid läuft so ein bisschen gegen die Wand. Aber er läuft auf der Stelle. Und jetzt harte Punches außerhalb gehen an der Ringbalustrade. Und ein Neckbreaker auch noch von Magnus hinterher. Ja, oh, die sind immer noch draußen. Vielleicht gibt es ja gleich auch einen OMG-Moment. Vielleicht sehen wir ja noch einen. Nein, wir sehen ein Dragon's Castle. Und das draußen. Obwohl es draußen nichts bringt. Weil in einem Streamlines-Match muss die Entscheidung trotzdem im Ring fallen. Ein schöner Capoeira-Kick. Oh, da ist er, glaube ich, da ist er beim Rücken auf den Titel geknallt. Oh mein, ein hochgesprungener Elbow. Also die Matches zwischen den beiden gefallen mir immer besser. Sie gehen hin und her. Es ist Technik dabei, High-Fly-Aktionen, der nötige Grad an Härte und Verbissenheit. Also wirklich, diese beiden faszinieren uns in jedem Match, wo sie aufeinandertreffen. Hoffentlich wird es da noch weitere Matches geben zwischen diesen beiden. Weil es pusht beide auf jeden Fall, wenn sie sich immer in solchen Matches hier gegenüberstehen. Oh, Ankle Lock von Magnus. Und ein Whipping in die... Ah, Magnus schmeißt jetzt die Leiter in den Ring. Nimmt sie mit. Oh, Kendo ist dagegen. Ich wollte gerade sagen. Die Leiter, ich wollte gerade sagen, die hängt da so ein bisschen schräg. Okay, Kendo Stick. Und was holt sich jetzt da? Holt sie eine Mülltonne, will den Müll rausbringen. So, und jetzt haben wir mal Hardcore-Feeling im Ring. Drei Waffen. Na, Magnus verzichtet drauf. Mal gucken, ob die Mülltonne gleich platt ist. Ein Suplex auf die Mülltonne oder so. Und Flip. Flap, flop. Ich nenne das Ding jetzt einfach mal so. Cover von Dragon Kid reicht aber nicht für den Sieg. Schöner Dropkick, das hat aber auch gekracht. Und nochmal der Kendo-Stick gegen Magnus, seinen Hohlkopf. Nein, Hohlkopf ist er nicht, aber halt gegen die Rübe. Und in die Weichteile. Eieieiei. Weichteile ist in der Magen, nicht das. Männlichkeitsmunitionslager, das nicht. Und was macht Magnus? Suplex. Ah, ganz knapp gezogen. Ich dachte, er visiert jetzt die Mülltonne an. Nein, das Match ist Gott sei Dank noch nicht vorbei, weil das Match gefällt mir richtig gut. Nein, immer noch nicht vorbei. Also die beiden, die gehen hier fast schon an ihre Grenzen und das gefällt mir richtig gut. Und oh, Backdrop oder DDT? Es wird ein DDT und das Zwiebeloberstübchen. Ja, Magnus, der Poster noch so ein bisschen, lässt hier die Muskeln spielen. Oh, da gibt es den Vorschlaghammer. Und Magnus immer noch außerhalb. Dragon Kid im Ring. Ja, die beiden müssen auch mal ausruhen, so ein bisschen, so 3 Sekunden durchatmen. Er dreht ihn um. Was werden sie sehen? Wir sehen gar nichts. Wir sehen einen Konterhund. Neckbreaker. Ja, was sehen wir von Magnus? Very European Uppercut. Und das Cover. Bringt das den Sieg? Es bringt den Sieg für Magnus.
aber wirklich super Match von beiden. Mal gucken, ob nach diesem Match vielleicht noch was passiert. Handshake wäre. Naja, es passiert gar nichts. Beckens lässt sich einfach nur feiern. Eine gute Kooperation mit Seth Rollins auf jeden Fall. Und wir kommen jetzt zum Main Event auf The Evening.